Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Für dieses Video habe ich wieder ein paar Leaks zusammengetragen, die aus den Quellcodes stammen vom Spiel. Seit dem Grand Soiree Event wurden da wieder viele neue Sachen entdeckt. In diesem Video geht es um drei neue Waffen. Es geht um den Revenant, der augenscheinlich tatsächlich wirklich die neue Legende sein wird. Dann geht es um das allererste Event, was wohl ein Valentinstags-Event sein wird, rund um den Bloodhound. Dann gibt es drei Teaser-Trailer, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Da habe ich auch gleich noch ein paar Informationen dazu. Und um den PvE-Modus, über den ich schon mehrmals in den letzten vielen Monaten berichtet habe. Bevor ich damit gleich loslege, nach meinen Quellen wird immer mal gefragt, es gibt auf Twitter zwei Dataminer, die jedes Mal, wenn es ein neues Event oder irgendwas gibt, einen neuen Patch, das Spiel komplett quellcode-mäßig auseinandernehmen. Das ist einmal iLoot Games und einmal Dead One Mining Guy. Die sind auf Twitter sehr aktiv. Da habe ich viele Informationen her. Das sind aber nicht meine einzigen Quellen. Einfach der Vollständigkeit halber möchte ich einfach mal hier meine Quellen offenlegen, damit ihr wisst, woran ihr seid. Ich möchte jetzt einfach mal anfangen mit den ganzen Informationen, die ich für euch habe. Das sind hauptsächlich Screenshots aus dem Quellcode, die Informationen darüber geben. Das meiste davon mit dem, was ich euch jetzt schon mal angedeutet habe, betrifft den Revenant, was sehr, sehr interessant ist. Das sind alles Voiceline-Pings und die bestätigen mehr oder minder, was jetzt alles in Season 4 passieren wird. Viel Spaß jetzt dabei. Bevor ich natürlich anfange, wie immer, lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationstipps und Tricks-Videos und Livestreams von mir verpassen wollt. Jetzt geht's los mit sämtlichen Informationen. Viel Spaß. Als allererstes blende ich euch verschiedene Termine für einzelne Teaser ein. Das obere, was ihr sehen könnt, markiert, sind Teaser in verschiedenen Stages, also in verschiedenen Stufen 1 bis 3. Das scheinen Veränderungen oder kleine Gimmicks im Spiel zu sein, auf der Map, also keine Trailer. Das allererste, heute ist Montag, wo ich das Video mache, sprich morgen schon am 21. gibt es die erste Veränderung. Ich gehe mal zwischen 18 und 20 Uhr bei uns deutscher Zeit davon aus, dass das passieren wird. Die zweite Stufe wird am 23. und die letzte Stufe am 28. sein. Und am unteren Rand seht ihr Termine für Trailer. Das scheinen wirklich richtige Teaser-Trailer zu sein. Der erste ist am 23., der zweite am 27. Jeweils auch Richtung 18 bis 20 Uhr, schätze ich mal. Und das letzte ist am 11.2. Das scheint der Teaser-Trailer fürs Valentinstags-Event zu sein. Das ist ein Bloodhound Take-Town-Event. Kennt ihr irgendwo auf der Map, gibt es eine Veränderung, die dann auch nach dem Event bleiben wird. Was genau, ist natürlich unbekannt, aber ihr seht es hier, das sind auch Schnipsel aus dem Quellcode. Das war es soweit von den Terminen zu den verschiedenen Teasern. Ich habe euch hier nochmal den Revenant eingeblendet. Er scheint wirklich voraussichtlich die nächste Legende zu sein oder mit ziemlicher Sicherheit, nicht nur voraussichtlich. Sämtliche Schnipsel, die ich euch jetzt einblenden werde, sind alles Voiceline-Pings vom Revenant. Und es gibt im kommenden Valentinstags-Event einen Ping, der ausschließlich in diesem Event gemacht werden kann. Und unter anderem auch der Revenant hat diesen Voiceline-Ping bekommen. Das heißt, der muss zum Valentinstags-Event ja schon da sein. Macht also keinen Sinn, da irgendwas in den Quellcodes zu verstecken, was den Revenant hinterher nicht betrifft. Wir fangen jetzt mal mit den ersten Schnipseln an. Und zwar betrifft das die ersten beiden Waffen, über die ich schon lange, lange gesprochen habe. Also es ist schon ewig her. Einmal die Volt-SMG und einmal die K-SMGs. Beides MPs aus Titanfall 2, soweit ich das weiß. Ich bezweifle, dass alle beide Waffen von Anfang an drin sein werden. Falls nicht, lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich mache das hier mal wieder weg. So, als nächstes haben wir eine komplett neue Waffe, von der ich vorher nie gehört habe. Ich habe schon mal vor einigen Wochen darüber berichtet, eine experimentelle Waffe und experimentelle Munition. Ich gehe mal davon aus, dass das Voiceline-Platzhalter waren. Denn jetzt ist das aufgetaucht, und zwar ist das die Sentinel. Die Sentinel scheint eine neue Sniper-Waffe zu sein. Und es ist eine Bolt-Action-Sniper-Rifle. Was auch immer das bedeutet, kann ich euch zwar nicht sagen, denn es gibt nämlich noch einen weiteren Moment, Ping vom Revenant, den blende ich euch hier ein. Und da pingt der Kollege ein bisschen was an. Und zwar das vorletzte Type Ammo Sniper. Das scheint die Munition für die Sentinel zu sein. Dann pingt er ja noch ein bisschen was an, was auch sehr, sehr interessant ist. Moment. Und zwar gleich das allererste Black Market Enemy.
Black Market ist eine Fähigkeit einer Legende, über die ich vor Ewigkeiten auch schon mal gesprochen habe. Und zwar ist das Rose. Ja, ihr Name wurde jetzt irgendwie in den Leaks oder beziehungsweise in den Quellcodes geändert. Die heißt jetzt Loba. Der kann scheinbar irgendwas anpingen oder in den Quellcodes kann der schon irgendwas oder ist da versteckt, was schon Aufschluss auf die übernächste Legende quasi pingt. So, dann haben wir noch was Interessantes. Und zwar einmal, das zweite lasse ich mal außen vor, weil ich darüber nichts sagen kann, weil ich nicht weiß, was es bedeutet. Das dritte, Ranked Type Master, blende ich euch auch noch ein. An dem Ranked-System wird nämlich irgendwas geändert. Das vierte ist eigentlich am interessantesten mitunter. Das bestätigt nämlich Type Incendiary Chamber. Das ist quasi der neue Hop-Up, über den ich auch schon mal gesprochen habe, der so eine Art Brandmunition darstellen soll. So, dann haben wir halt das vorletzte war der sogenannte Sniper, das habe ich ja gerade gesagt. Und das letzte Totem, das ist quasi seine ultimative Fähigkeit, über die ich auch schon mal gesprochen habe. So, was haben wir noch Schönes? Dann haben wir, und das ist mega interessant, PvE-Pings. Blende ich euch hier ein, seht ihr auch, oben war ein Text, den hat iLoot Games mit drunter geschrieben und darunter sind die direkten Kopien von dem Quellcode. Ich kann nicht alles kommentieren, weil ich nicht alles weiß, was es bedeutet. Ich kann euch aber sagen, zum Beispiel der Ping Spot Spectre, Spot Prowler und der Spot Goliath. Das sind alles drei Alien- oder Monsterrassen aus Titanfall. Unter anderem habe ich über den Goliath und den Prowler als Gegner schon mal gesprochen. Der Prowler ist so ein tigerartiges Wesen und der Goliath scheint ein relativ großes Monster zu sein, was man in speziellen angeblichen PvE-Missionen plätten kann. Ich bin echt gespannt. Alle anderen Pings kann ich euch leider nicht kommentieren, weil ich da absolut keine Ahnung habe, was das bedeutet. Jetzt kommt der nächste Fetzen und das wird eine Änderung sein. Ich hoffe, dass sie von Anfang an schon drin sein wird in Season 4. Die meisten werden es feiern. Wie oft stirbt man und du wunderst dich, wie hat dich der Gegner denn geholt? Es gibt keine Abschusskamera und jetzt lest mal, was ich hier für euch habe. Und zwar Revenant Ping. Ja, der Ping, das fehlt hier. Hier steht aber Effort Deathcam. Das scheint zumindest Aufschluss darüber zu geben, dass in Richtung Abschusskamera irgendwas geplant sein soll. So, jetzt schauen wir mal weiter. Den Sentinel Volt SMG Abschusskamera, das habe ich euch alles erzählt. Jetzt habe ich ein paar interessante Informationen, was das Ranked-System betrifft. Und zwar scheint es so zu sein, dass noch eine neue Stufe eventuell dazu kommt. Und zwar ist das hier aufgetaucht. Zumindest ist das meine Interpretation von diesem Schnipsel. Ihr seht hier oben links einmal Ranked Split 1 und Ranked Split 2. Splitten heißt nichts anderes als teilen. Ich gehe mal davon aus, dass es noch eine Zwischenstufe zwischen Predator und Diamant entweder gibt oder dass es ein Predator Ranked gibt und es gibt nochmal den Ranked Apex Master Predator. Das heißt, nach der Predator gibt es nochmal eine Stufe obendrauf. Die haben vielleicht in Season 2 und 3 das alles so weit ein bisschen analysiert, dass die festgestellt haben, es gibt so viele gute Predator-Spieler, da muss man noch einen obendrauf legen. Vorausgesetzt natürlich, du hast das Dashboarding nicht benutzt und bist auf ehrliche Art und Weise auf diesen Rang gekommen. Das ist meine Interpretation davon. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Lasst euch natürlich auch wie immer gerne in den Kommentaren aus, was ihr von den bis jetzigen Informationen haltet, was ihr euch vielleicht noch so wünscht. Als allerletzten Schnipsel für euch habe ich noch diese Sache und zwar sind das Codes für 4 neue Zonen oder Bereiche auf der Map. Wir können davon ausgehen, dass es definitiv die Season 3 Map sein wird, denn die ersten 3 Buchstaben sind so eine Art Code für diese Map. Leider habe ich keine weiteren Informationen zu Kings Canyon. Ich hoffe natürlich, auch wenn ich es sicherlich in diesem Video schon ein, zwei Mal erwähnt habe, ich hoffe, dass der Kings Canyon endlich als fester Modus zurückkommt. Auf jeden Fall haben wir hier 4 neue Punkte. Ich gehe davon aus, dass die Map an sich nicht vergrößert wird, sondern dass einfach nur die Weitläufigkeit zwischen 2 Hotspots, wo man ewig laufen muss, bis man wieder an einen Spot kommt, wo man richtig looten kann. Ich denke, dass zwischen diesen Weitläufigkeiten ein paar Spots dazukommen. Und zwar diese benannten einmal Survey Camp, Fragment West, Fragment Ost und einmal Harvester. Wahrscheinlich Ost-West, Nord-Süd werden 4 größere Spots noch dazukommen, was ich ganz geil finden würde, weil die Problematik kennt jeder wahrscheinlich von euch. Ihr landet vielleicht an eurem Favorite-Spot und ständig fliegen euch Gegner hinterher und ihr seid immer langsamer als der Gegner, wenn es darum geht, eine vernünftige Waffe zu finden. Und ihr werdet nicht von dem Gegner total
Arsch auf Riss halt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind das jetzt alle Leaks und Informationen, die ich für euch in diesem Video gesammelt habe. Ich hoffe, ich hat das Video wie immer gefallen. Lasst einen Daumen für dieses Video natürlich nach oben da. Ein Abo, wie ich es ursprünglich schon gesagt habe, wenn ihr neu seid und keine Informationstipps und Tricksvideos, Livestreams von mir verpassen wollt. Das war's von mir. Ich bin jetzt schon mal gespannt über die ersten Teaser-Fetzen, egal wie sie aussehen werden. Ihr werdet auf jeden Fall von mir hören, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.